Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skyline. Hier ist wieder euer Punky und wir bauen weiter an unserem kommenden Distrikt, was sozusagen unser Strandviertel werden soll. Und wir waren letztens dabei, hier so ein paar Straßen zu verteilen und wir müssen das auch noch ein bisschen weiter ausführen, damit wir dann die notwendigen Gebiete schaffen können, wo wir dann sagen wir mal Geschäfte, Hotels, Häuser platzieren können bzw. freigeben können und dass die Leute dann dort einziehen bzw. ihre Gebäude errichten können. Und nun wünsche ich uns viel Spaß, gute Unterhaltung, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich würde sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, wir wollen weiter loslegen. Jetzt ist natürlich die nächste Überlegung, wie wir das hier alles handhaben. Da bin ich gerade auch so ein bisschen am Planen, weil mir ist eigentlich gerade so eingefallen, so ganz nebenbei, wir haben doch gar keinen Shit, mir fällt es gerade nicht ein. Wir haben noch keine Personenzüge. So, okay, nehmen wir das Wort. wir bräuchten also mal einen Bahnhof, theoretisch. Das wird natürlich auch relativ knifflig, wenn man mal sieht, wo wir jetzt überall sind. Und wir sind ja auch relativ dicht bebaut mittlerweile. Da wird es gar nicht so eine einfache Geschichte, hier noch einen Bahnhof unterzubekommen. Dennoch würde ich es ganz gerne versuchen wollen, hat aber zur Folge, hier das nochmal alles abzureißen. Also das möchte ich dann doch nochmal alles abreißen. Und ich glaube auch, ich werde hier von der vierspurigen Straße wieder runtergehen auf zweispurig. Ich denke, das macht wesentlich mehr Sinn. Also zumindest hier außenrum. Daher sorry, aber ich denke, ihr seht es dann auch hoffentlich genauso. Das soll ja alles hier eine tourismuswirkendes Viertel werden. Und da ist Quatsch, wenn wir da so eine riesen Straße haben. Die große Straße dient ja auch nur dazu, um den Verkehr von einem Distrikt den anderen zu leiten. Und da haben wir eigentlich genug Möglichkeiten geschaffen. Daher platziere ich das hier nochmal alles um und dann sollte das sich soweit erstmal ausgehen. Okay, also wir brauchen einen Bahnhof und da bietet sich natürlich auch an, erstmal eine Straße zu bauen. Ich würde sagen, wir ziehen die jetzt erstmal hier durch, weil wir brauchen ja erstmal Platz. Ja, also wir brauchen ja auf jeden Fall irgendwo erstmal unsere Straße hin. Ah genau, und da ist ja ein Hügel, den habe ich jetzt ja wieder ganz total ignoriert. Deswegen ist es schon mal ganz gut, dass es jetzt hell wird. Dann haben wir nämlich wesentlich bessere Möglichkeiten, nochmal unser Terraforming uns anzuschauen. Denn genau, hier haben wir uns Platz geschaffen und hier haben wir den nämlich noch nicht. Hier würde ich ganz gerne eher eine steile Klippe haben wollen. Daher gehen wir mal hier auf die Pinselstärke 2 und mittleres Gestrüpp. Außerdem bin ich gerade auch am überlegen, wie es denn eigentlich wäre, wenn wir wieder mal eine Livestream machen von City Skyline und ich das gleichzeitig aber auch noch zusätzlich mit aufnehme. Somit bin ich nicht von der Aufnahme von YouTube abhängig oder beziehungsweise vom Livestream, sondern habe nochmal eine eigene Aufnahme. Der Rechner sollte das natürlich problemlos hinbekommen, da sehe ich gar keine Probleme. Und das wäre zumindest so meine Idee. Vielleicht machen wir das auch noch. Aber natürlich wollte ich das vorher ankündigen. Das mache ich dann in Form einer Twitter-Meldung, Facebook-Meldung und Teaser auf YouTube. Damit da auch niemand sich vernachlässigt fühlt. So, ich denke mal, das ist so okay soweit. Dann haben wir hier schon mal so eine schöne Klippe, das passt. Jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall erstmal eine Straße. Die darf ruhig erstmal hier so, hier so lang gehen. So,
kommen wir zu unseren Zügen. Und da haben wir ja auch die Möglichkeit, einen großen Bahnhof reinzusetzen. Finde ich jetzt für unser Tourismusviertel absolut Käse. Mit mindestens 12 Bahnsteigen. Mit mindestens... Ja, ein kleinerer wäre jetzt auch nicht verkehrt. Also 12 Bahnsteige finde ich schon ein bisschen heftig. Was wollen wir denn damit? Genauso der hier. Da macht ja eigentlich nur der eigentliche Bahnhof Sinn, auch wenn das gerade nur ein kleiner ist. Aber 12 finde ich einfach zu viel des Guten. Dann eher vielleicht, dass man hier 2 hat, aber naja, das macht auch keinen so richtigen Sinn. Warum sind das 12? Wenn man hier weniger machen könnte, wäre das cool, aber 12 finde ich, nein. Also beim besten Willen nicht. Gut, okay. Überlegen wir mal, wie wir das Ganze jetzt planen. Ich hätte jetzt ganz gerne, weil hier ist ja eigentlich relativ wenig Platz. Den Platz hier würde ich schon ganz gerne nutzen wollen. Ich würde den Bahnhof gerne hier planen. Also wir setzen den mal jetzt hier hin. So. Okay. Dann haben wir das schon mal. Ja, mehrere Probleme. Wir werden uns ja auch noch darum kümmern. Deswegen schalten wir ihn jetzt einfach mal aus. Sonst, was ist hier los? Sonst schließt sich das Ding nicht. So. An, aus. So, Gebäude ist abgeschaltet. Den brauchen wir erstmal nur zur Planung. Jetzt brauchen wir natürlich Schienen. Und zwar brauchen wir... Gleise. Da wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn wir das hier irgendwie nutzen können, dass wir hier noch was platzieren können, dass wir irgendwie versuchen, hier hochzukommen. Und dann irgendwie wieder... nicht wirklich. Nicht wirklich. So, wie sieht denn das aus? Das gefällt mir auch nicht. Also, das ist auch nochmal weg. Nächster Versuch. Ja, das Problem ist jetzt ganz einfach. Ich möchte versuchen, hier die Gebäude stehen zu lassen. Ich schalte mal dieses Anpassen wieder aus, dann können wir es freier bewegen. Ich möchte mir den Platz hier sozusagen sichern und erhalten. Ja, ich denke, das ist okay. Jetzt können wir das wieder alles einschalten. Gehen wir hier auf mittlere Steigung. Und jetzt ist die Überlegung, wie wir da drüber kommen. Das wird natürlich auch eine schöne Herausforderung. So, wie sieht's denn aus? Oh nee. Oh. Das ist ja zwischen gut und böse, die Steigung. Was war das denn? Himmels Willen. So. Das wäre erstmal okay. So, dann käme das auch noch. Das ist... Würde ich alles noch, teilweise legitim finden. So, hier kommen wir jetzt zu unserem ersten Problem. Wir werden hier nicht dran vorbeikommen.
Und die hat auch unseren Weg abgerissen, sehe ich gerade. Das heißt, den müssen wir dann auch noch irgendwie wieder verbinden. Also versuchen wir es mal so. Und jetzt versuche ich erstmal hier unseren Weg wieder hinzubekommen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Erstmal komplett nach unten und dann sehen, dass wir hier ja, sehr schön. So, dann haben wir zumindest da unseren Tunnel wieder. Dann ist das da. Gut. Bis darauf, dass wir hier so einen richtig krassen, naja gut, so krass geht's gar nicht mehr runter. So krass geht's gar nicht mehr runter. Wäre schon fast interessant, hier mit mehr Gleisen zu arbeiten. Aber 12 Gleise sind doch ein bisschen viel, oder? Was machen wir? Was machen wir? Wollen wir uns so ein riesen Ding dahin zimmern? Interessant wäre es ja. Aber ich denke mal, die werden wir uns nochmal irgendwo anders hinsetzen. Wir werden das jetzt so lassen und versuchen dann hier so entsprechend rauszukommen. So, es ist die Frage, wie wir weitergehen. Wir könnten ja eigentlich auch hier noch im Bahnhof unterbekommen. Da spricht, glaube ich, auch gar nichts dagegen. Da wird man hier über die Brücke gehen. Ich glaube, das werden wir noch vorbereiten. Das ist okay soweit. So, und jetzt würde ich ganz gerne irgendwie noch einen Bahnhof hier ranbringen wollen. Wollen wir uns den Bahnhof hier oben hinsetzen? Dann müssten wir hier den Berg nochmal ein bisschen ausarbeiten. Wobei, nee, würde ich da nicht hinsetzen wollen. Würde ich denn nicht hinsetzen wollen? Wo würde ich den hinsetzen? Würde ich den hier hinsetzen? Dass wir hier nochmal ein bisschen was abarbeiten. Ich glaube, das wäre gar keine so schlechte Idee. Dann holen wir mal unser Terraforming-Werkzeug. Und schaffen mal uns ein bisschen mehr Platz. So, das sollte erstmal okay soweit sein. Jetzt setzen wir hier einen Bahnhof hin. Ich hoffe, da kommen wir dann auch noch mit den Gleisen raus. So. Aber ob ich das jetzt verbunden bekomme, das bezweifle ich bald, dass das jetzt klappt. So, jetzt müssen wir mal versuchen. Es ist natürlich dunkel. Das ist äußerst ungünstig. Das ist äußerst ungünstig. Jetzt sieht man hier nichts. Ja, das. Nee, wenn es dunkel ist, brauchen wir das nicht versuchen. Aber wir wissen schon mal ungefähr, was wir vorhaben. Ob das dann so funktioniert, weiß ich allerdings noch nicht.
Denn anscheinend, vielleicht müssen wir den Zeppelin dann noch ein bisschen weiter verlegen. Den Bahnhof können wir zumindest nicht verlegen. Hier würde ich fast sagen, dass wir dann hier in den Tunnel reingehen. Aber das ist natürlich auch von der Höhe ziemlich. Ja, das müsste gehen. Das müssen wir dann noch ausprobieren. Und dass wir dann den Bahnhof hier irgendwie noch anschließen. Gut, okay. Also, wir haben erstmal einen ungefähren Plan. Und wir verlieren gerade wieder Einwohner. Dann schauen wir doch mal, was hier los ist. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so schön, immer wieder anzusehen, dass wir hier Einwohner verlieren. Tote, Tote, Tote. Ist unsere Gesundheitsversorgung so schlecht? Nee, eigentlich nicht. Im Gegenteil. Die sieht eigentlich noch ganz okay aus. Auch Sauen haben wir mittlerweile relativ viele gesetzt, also scheint es nur daran zu liegen, dass die Leichenwagen irgendwie feststecken. Gut, okay. Das. Dann würden wir praktisch unsere Zuglinie hier auch fortführen. Auf dieses Stück. Könnten das dann hier mit diesen Schienen sogar verbinden. Das wäre gar nicht verkehrt. Und ja. Das und vieles mehr, wenn ihr mögt, sehen wir, dann machen wir dann in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann wie immer, hinterlasst gern einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, empfehle ich euch, lasst ein Abo da. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Euer Punky vom Punky Let's Zock. Bye, bye.